So, herzlich willkommen auf Westerland auf Sylt. Mal gucken, wie viel Grad wir gleich haben. Also es ist heute an diesem Augusttag ziemlich, naja, nicht gerade warm, würde ich mal sagen. 17.8. Luft 12 bis 21 Grad, Wasser 18 Grad. Boah, haben wir alle schon mal wärmer gehabt, ne? Und jetzt geht es schön an den Strand. So, eine kleine Strandverzehrung kommt gleich. Es ist aber auch wirklich heute sehr windig, ne? Aber gestern war es ja noch schlimmer. Da hinten ist auch so ein Kutter. Gleich werden wir auch wieder grillen, so wie letztes Jahr, am Strand. Aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, gerade wenn man hier auf Sylt ist. Ja, und in den Schnapsdingern ist nur Wasser drin. So, gleich gibt es was Leckeres zu essen. Wurst und alles Mögliche kommt da gleich in die Pfanne. Es ist wirklich perfekt. Heute ist es auch Gott sei Dank nicht so voll auf Westerland, auf Sylt. Naja, doch, hier gleich ein paar Opis. Weißt du, man kann auch Sylt eigentlich als Rentnerinsel bezeichnen. Ne? So die deutsche Rentnerelite. Ja. Ja. Die werden doch gleich wieder verschwinden, wenn wir die Musik aufdrehen. So, gleich gibt es tatsächlich hier, ich kann das ja mal zeigen, da sind Zwiebeln drin, da sind Garnelen sogar. Hoffentlich kommt die scheiß Seemöwe gleich nicht. Die hat mir nämlich neulich versucht, mein Fischbrötchen aus der Hand zu fressen. Scheiß die. So, ich habe jetzt gerade etwas die Temperatur hochgestellt, damit es auch mal ein bisschen schneller läuft hier. Ja, die Leute spielen hier, die Rentner spielen hier mit ihren Murmeln. Ja, da hinten ist das Miramar. Der Strand ist heute noch leer. Das kenne ich noch anders. Aber ist doch schön, wenn die Leute da mit ihren komischen Stranddingern da spielen. Aber das, was die Leute hier für den Urlaub ausgeben, würde ich tatsächlich lieber auf Gran Canaria ausgeben, ganz ehrlich. Weil in Schleswig-Holstein ist es ja leider das Problem, das Wetter ist sehr wechselhaft und das, weiß nicht, hier 2000 Euro für eine Woche ausgeben, das würde ich hier auf Sylt nicht, wirklich nicht, ernsthaft nicht. Aber da ich ja aus Schleswig komme, ja, ist das gar nicht so wild. Wir können hier mit dem Zug hinfahren, es geht ganz schnell und können auch sofort wieder verschwinden, wenn wir wollen. Ich bin immer noch in Westerland auf Sylt und ich werde gleich eine große Busrundfahrt durch die Insel unternehmen. Also von Westerland, dann einmal von oben nach unten. Ja, genau, hier sind wir ja, Westerland. Also ich liebe wirklich den Strand von Westerland. Es gibt nichts Schöneres als Westerland und den Strand. Genau, da kann man es auch nochmal lesen. Inselrundfahrt, genau. Das habe ich das letzte Mal auf Klassenfahrt gemacht. Das war so 1996. Das ist auch schon ein paar Tage her. Hier sieht man noch den schönen Autozug. Joa. Und das ist dieser schöne Bus, mit dem ich gleich fahren werde. Ich freue mich schon drauf, da die Zugfahrt nämlich wirklich heute wieder eine Katastrophe war. Total überfüllt die Züge und dann die Leute mit ihren scheiß Fahrrädern. Ich hasse es wirklich wie die Pest. Es war heute fast so schlimm wie bei den 9-Euro-Ticket-Zeiten. Wirklich. Übel.
Aber der Autozug fasziniert mich immer noch. Ich finde ja, man sollte den Hindenburgdamm gefälligst für Autos ebenfalls freigeben. Aber in diesem Leben offenbar ja nicht. Da hat die Deutsche Bahn ja ihr Monopol drauf. Leider. Da noch so Platz, da stehen so vier grüne Figuren. Die nennen sich auch die vier reisenden Riesen im Wind. Haben weiteren Titel Wahrzeichen vom Westerland. Und Kunst hat seinen Preis auf Geschmackssache. Für die Figuren wurden 200.000 Euro ausgegeben. Hier rechts sind die Figuren sichtbar. Ein weiterer interessanter Punkt hier unter Baum und Ampel, zwei Achsen unserer alten Inselbahn. Inselbahn war das Hauptverkehrsmittel, Transportmittel hier auf der Insel bis 1970, wurde in Betrieb eingestellt. Über die Inselbahn werden wir unterwegs auch noch ein bisschen mehr hören. Linke Seite geht es an die Fußgängerzone Shoppingmeile Friedrichstraße. Name Friedrichstraße kommt daher, war damals ein Kapitän Kaufmann, der am Westland unterstützt, dass die Shoppingmeile entstehen konnte. Und deswegen auch die Shoppingmeile, die meisten Leute, die aus der Fußgängerzone rauskommen, aus der Shoppingmeile, haben Trainer und Portemonnaie aus Zwiebeln meiste Geld in der Shoppingmeile ausgegeben. Die ehemalige Wahrzeuge vom Westland finden wir auch hier, das ist die dicke Wilhelmine, hat hier einen Badespaß, im Winter hält sie die Stellung und kriegt wegen kalter Fiese ein paar dicke Söckchen an. Linke Seite, das ältere Gebäude, ist die alte Post, auch Reichspost, Kaiserszeit gebaut worden. Und wenn wir zwischen Gebäuden hindurchschauen, haben wir einen kleinen Blick auf unser historisches Rathaus, das im 18. Jahrhundert gebaut wurde, 1936 durch Feuer vernichtet, neu aufgebaut. Damals ist er auf die Sylter Spielbank hier untergebracht worden. Hier waren auch etwa 77 Jahre da ansässig. Wenn in frühen Morgenstunden lange kleine Leute unterwegs waren, die kamen dann meistens aus der Spielbank und haben das letzte Hemd nicht mitgespielt. Linke Seite. Größere Gebäude trägt den Namen Alte Realschule. Deutsche Rote Kreuz steht ja jetzt dran. Unsere DRK-Einheit ist ja nicht untätig. Die haben im Durchschnitt 15 Einsätze pro Tag. Das Ganze mal 365 sind wir weit über 5000 Einsätze pro Jahr. In der Alten Realschule ist auch eine Kita untergebracht, die auch bundesweit zu eines der ersten gehört, mit Nachmittagsbetreuung. Zur rechten Seite die Häuser, das ist der Seewiderstiel, der auch damals sehr oft hier auf Sylt gebaut wurde. In den 50er, 60er Jahren hatten wir auch noch getrennte Standabschnitte mit 2 Meter hohen Stacheldrahtzäunen, getrennte Badehäuser. Luftlinie mit den Häusern bei der River, Richtung Strand hoch, war dann das Haienbad. Das Damenbad war dann 600 Meter weiter südlich. Wenn wir hier jetzt gleich mal so ein bisschen halb links schauen, sehen wir das höchste Gebäude vom Westerland. Steht direkt an der Promenade. Wir haben gerade 3 Hotels. Dann haben wir auch historische Bauwerke hier in Westerland. Bekanntes historisches Bauwerk steht hier vorne an der Kreuzung. Heute ein kleines Hotel, Villa 54 Nord, heißt es heute. Und das ist die alte Wilhelminenburg. Wurde Westerland, Nordsee bei Westerland, im gleichen Jahr Stadt Westerland. Die Stadt Westerland ist nicht mehr aktuell aufgrund Zusammenschluss der Gemeinde Sylt. Gesamteinwohnerzahl liegen wir bei ca. 18.000. Die umliegenden Ortschaften liegen in der Größe 1.200 bis 1.500 Einwohner. Ungefähr das gleiche nochmal im Zweitwohnungsbesitzer. Das kam die Ausnahme, werde ich vor Ort näher erläutern. Und Westerland liegt heute bei ca. 10.000 Einwohner und ca. 15.000 Zweitwohnungsbesitzer. Sylt hat 42.000 Gästebetten. Wir kommen jetzt in den nördlichen Bereich. Nach vorne hinten ist ein Denkmal sichtbar. Dieses Denkmal ist ein Geschenk vom englischen König. Trägt den Namen Heiliger Roland. Heiliger Roland ist in Westerland mehrfach umgezogen. Ende der 60er hat er hier seinen endgültigen Standort erhalten. Also linke Seite wird jetzt der Heilige Roland voller Größe sichtbar. Und mit seinem Schwert in der Hand war der Heilige Roland auch Schutzpatron der zu See fahrenden Soldaten.
angrenzenden Marinesiedlung ist die Begründung, dass sie hier im nördlichen Bereich hingekommen ist. Etwas weiter rechts, lieber in diesem Bereich hier, ist dann auch unsere hiesige Schulzentrum zu finden. Allgemeinschule, Realschule und Gymnasium. Die Häuser, die wir rechts haben, das ist die sogenannte Marinesiedlung. Gehört heute noch der BIMA, einige Häuser mittlerweile auch Privatbesitz. Das sind auch die ersten Bauten gewesen, die seitens der Marine gebaut worden sind. Anfangs auch die Architekten erst ihre Unterkünfte gehabt, später auch die ranghöheren Offiziere. In der Siedlung greift auch die Geschichte Erbpacht, Überwegungsrecht, was da alles mit zusammengehört. Das hat Westerland auch mit finanziell unterstützt. Wenn wir gleich am Wäldchen auf der linken Seite vorbei sind, haben wir einen Blick auf unser Krankenhaus, das 1940 gebaut wurde, damals in einem Lazarett Sylt hatte, 50er Jahre Klinikum Sylt wurde, 70er Jahre Nordseeklinik, 90er Jahren kam noch der Zusammenschluss mit der Asklepios-Gruppe. Hier sind dann Personalwohnungen, Rehabteilungen auch mit untergebracht worden. Unser Krankenhaus ist seit 10 Jahren in den Schlagzeilen, Geburtenstation geschlossen worden. Als Krankenhaus noch aktuell, auch fürs Rettungswesen, gibt es dann hier noch einen Landeplatz in Hubschrauber. Der nächste Rettungshubschrauber ist nicht weit weg von Sylt stationiert. Der steht auf dem Festland in Nibel, dort im Krankenhaus. Christoph Europa 5 ist sein Name. Und er hat von Nibel aus dann seine Einsätze im Kreis Nordfriesland, Insel und Halligen und auch grenzübergreifend nach Dänemark. Wir verlassen jetzt Westerland, eine Ortsgrenze, keine Passkontrolle. Sind noch auf Sylt in Wernigstedt angekommen. Von der baulichen Seite gesehen ist Wernigstedt ganz anders gebaut. Ist der sogenannte Familienstil, der heute noch aktuell ist und gebaut wird. Zur rechten Seite in dieser Siedlung war auch die Schauspielerin Anja Schütte viele Jahre ansässig, auch sie hat die Insel mittlerweile verlassen. Die linke Seite, sie Seite, Westseite, fängt hier das Rote Cliff an, zieht sich bis Kampen hoch, hat eine Länge von ca. 4 Kilometer. Wernigstedt hat den Titel Seebad Wernigstedt. Dieser Titel ist mittlerweile auch über 150 Jahre alt, auch noch aktuell. Und Wernigstedt wurde auch damals Tor zu England genannt, hat auch einen eigenen Hafen gehabt. Und so 600 Kilometer westliche Richtung würden wir dann auch nach England kommen. Aber der Hinschwimmen ist zu weit. Heutige Wahrzeichen von Wernigstedt ist der Dorfteich. Der Dorfteich ist heute im nördlichen Bereich von Wernigstedt zu finden. Früher war der Dorfteich mal in der Mitte der Ortschaft. Wir sehen gleich zwei alte Friesenhäuser. Und eines dieser beiden war auch damals das südlichste Haus von Wernigstedt. Das erste alte Friesenhaus steht auf der rechten Seite direkt an der Kurve. Friesenhaus Saare heißt das Ganze. Ursprüngliche Baujahr liegt im 18. Jahrhundert. Anfang des 19. Jahrhunderts ist das Ganze während der Abrissarbeiten verkauft worden, alten Materialien wieder aufgebaut worden. Heute eine private Ferienunterkunft. Im Laufe der Jahre ist das nächste Gebäude dazu gekauft worden. Das nächste Gebäude ist auch schon eine ganze Ecke älter. Wurde 1694 schon gebaut. Hier rechts haben wir dann das alte Kapitänshaus, das ehemalige südlichste Haus von Wernigstedt. Rechte Seite haben wir eine kleine modernere Einrichtung, kleine Shoppingmeile. Gleich hinter der Shoppingmeile kommt eine Hotelanlage, Friesenhof, eine Galionsfigur eines gesunkenen Schiffes hier zu da sehen. Anno 1750 gebaut worden, eines der ältesten Hotels hier auf Sylt. Die Straße, die hier vorne links rein führt, ist die alte Trasse der Inselbahn. Hier fuhr die Inselbahn durch die Ortschaft. Hier rechts das Wörser Apartmenthaus und trägt auch den Titel Alter Bahnhof. Motto der Inselbahn war: Blumen pflücken während der Fahrt verboten. Eine Geschichte ist dann auch eines Tages ans Licht gekommen. Die Inselbahn war ja stark ausgelastet, neben der Inselbahn oder in der Inselbahn stand neben einer Frau ein prallgefüllter Sack. Da wollte sich ein junger Mann hinsetzen. Da sagt sie zu ihm: Pass auf die Eier. Da sagt er: Wieso, da stehen ja gar keine Eier drauf, kann ich da hinsetzen? Ja, sagt sie, kannst du machen.
Aber wie gesagt, pass auf die Eier. Denn im Sack, da ist Stacheldraht drin. Christian, ein Geschenk vom dänischen König Christian dem 8. Und diese schwarze Bauchbinde hat diese Erleuchtung erhalten, weil hier damals ein Handwerker tödlich verunglückte. Wir erreichen jetzt die High Society Schickeria von Sylt, Kampen. Das Motto hier in Kampen: sehen und gesehen werden. Kampen hat ja die besten Juweliere, teuersten Juweliere und Boutiquen hier. Kampen gehört ja auch mit zu den Top 5 bundesweit mit den teuersten Grundstückspreisen, Quadratmeterpreise, Immobilienpreise. Nackter Quadratmeter Boden kostet, oder fangen wir hier bei 13.000 Euro an. Immobilienmäßig gesehen gehen wir denn in Millionenbeträge. Hier gibt es ein kleines Haus in Kampen, der steht an der Ostseite, Blick aufs Wattenmeer, hat 30 Quadratmeter Wohnfläche, kann käuflich erworben werden für 4,3 Millionen. Schnäppchen. Corona war ja nichts Positives, aber durch Corona sind hier in Kampen die Immobilienpreise bis zu 30% gestiegen. Die Straße, die hier vorne links hochführt, ist der Sänger Reinhard May ansässig. Dann haben wir hier noch Günter Netzer. Uli Hoeneß, wie er das bezahlt hat, muss ich mir auch nicht lange überlegen. Und der ehemalige Trainer von Dortmund, der Kloppi, Jürgen Klopp, hat auch ein Haus hier. Jürgen Klopp, sein Haus steht hier rechts drüber in zweiter Reihe. Ist ja auch der Pendler mit dem längsten Anreiseweg, ne, oder Abreiseweg. Linke Seite haben wir dann die berühmteste, bekannteste Straße von ganz Kampen, die sogenannte Whiskymeile. Das war früher mal die einzige Straße mit den meisten Lokalitäten. Richtig heißt diese Straße Strönwald, zu Deutsch auch Standweg. Fragt ganz nach dem Strönwald, kennt keiner. Fragt dann an der Whiskymeile, die kennt jeder. Einwohnerzahl von Kampen sind wir bei knapp 600 Einwohner. Knapp 900 Zweitwohnungsbesitzer. Kennt ihr den Kampener Beförderschein? Mit Sicherheit kennt ihn jeder. Ihr wisst, wie der 50-Euro-Schein aussieht. Das ist auch der Kampener Beförderschein. Linke Seite oben auf der Dünitrasse der Inselbahn, wo Radfahrer unterwegs sind. Links vor unserem kleinen Häuschen ist der alte Bahnhof der Inselbahn. Etwas weiter links drüben steht der alte Leuchtturm, heutige Wahrzeichen von Kampen. Der alte Leuchtturm ist über 150 Jahre alt, war bis 1970 in Betrieb. 76 ist er von Kampen gekauft, renoviert worden, saniert worden, seitdem das Wahrzeichen von Kampen. Der Leuchtturm ist aber auch Endpunkt von Rumpenkliff. Kommen aus einer anderen Richtung, fängt Höhe Leuchtturm dann auch das Rote Kliff wieder an. Dieser Leuchtturm trägt auch den Namen Quermarkenfeuer. Der Name Quermarkenfeuer kommt daher. Hier nördlich vom Kampen verläuft der 54. Breitengrad. Genau auf dem 54. Breitengrad ist der alte Leuchtturm gebaut worden. Wir überqueren gerade in diesem Augenblick den 54. Breitengrad. Das heißt, wir sind im alten Dänemark. Der 54. Breitengrad war früher auch die alte dänische Grenze. Rechts rüber schauen in weiter Ferne, wo wir die Windkraftanlagen sehen können. Das ist das angrenzende Festland, Kontinent Deutschland nennen wir das Ganze. Nächste Ausland haben wir in Fahrtrichtung gerade auch schon. Skandinavien, hier sagen wir nur einfach Dänemark dazu. Auf der linken Seite erreichen wir jetzt unseren berühmtes, bekanntesten Standabschnitt, die Buhne 16. Da auf dem Schild hier vorne stand auch mal drauf, FKK-Parkplatz. FKK ist bekannt, weiß jeder, was es heißt. Nackt parken, ne? Genug Autos da, aber nackt sehe ich keine. Hat einer eine Idee, FKK-Plattdeutsch heißt? Ist ganz leicht, FKK-Plattdeutsch heißt nämlich Fide, komm kicken. Zu Deutsch auch, Friedrich, komm gucken. Buhne 16 ist auch mit unter den 10 besten und schönsten FKK-Stränden deutschlandweit. Rechten Seite schauen, sehen wir den breitesten Punkt der Insel. Wir haben eine Breite von 13 Kilometer. Länge der Insel sind wir bei ca. 38 Kilometer.
bekannte ist die schmalste Stelle, wenn wir nachher im südlichen Bereich überqueren, wo das ist, werde ich dann auch zum Zeitpunkt näher erläutern. Da haben wir noch eine Breite von 500 Metern. Am breitesten Punkt haben wir dann auch eines der ältesten Naturschutzgebiete, das Morsumer Cliff. Wurde auch schon 1923 unter Naturschutz gestellt. Die vorhandenen Naturschutzgebiete oder die heutigen Naturschutzgebiete umfassen mittlerweile die ganze Insel. Wir haben einige Bereiche, die Mitte, Ende der 90er unter Naturschutz gestellt worden sind. Anfang 2000 auch neue Naturschutzgebiete entstanden durch Schließung verschiedener Kasernenanlagen. Die heutigen Naturschutzgebiete, sagt ihr schon, umfassen die ganze Insel. Und einige alte Bereiche oder alte bestehende Naturschutzgebiete, die sind nach wie vor auch noch aktuell. Dann erreichen wir jetzt eine Stelle, das durch drei verschiedene Einrichtungen bekannt geworden ist. Bekannteste Einrichtung ist hier die Vogelkoje, eine alte Vogelfangstation. Hier sind Wildenten, Wildgänse eingefangen worden, um auf der Insel ansässig gemacht zu werden. Sylt und Gänse leckeren Sonntagsbraten ergattert. Man hat hier netzartige, reusartige Fallen gebaut, Enten und Gänse reingesetzt, die die Jagdgenossen angelockt haben, die damit reingeschoben sind in diese Fallen. So sind hier damals die Enten und Gänse gefangen worden. Man kann es auch an verschiedenen Ausstellungsstücken, Schautafeln nachvollziehen, wie das Ganze damals gemacht wurde. Dann ist die Lokalität noch gebaut worden und dadurch ist die Kamner Vogelkoje heute sehr bekannt. Der zweite Punkt, das sind diese Figuren, die da draußen im Wasser stehen. Das sind die sogenannten Sylter Seekühe. Das sind auch Bauwerke aus dem Kriegsjahr. Hier sind mit Flugzeugen, Schießübungen, Bombenabwürfe geübt worden. Damit die Piloten sie Erfahrung hatten, sind diese Figuren hier aufgebaut worden. Wassergrenze ungefähr, hebt sie noch ein bisschen was aus dem Wasser raus. Das ist dann, sind dann die Außenbänke, die Sylter Real, die hier gezüchtet wird. Oder pazifische Felsenaußen, wie sie richtig heißt. Und der Bereich rechts wurde auch Mitte, Ende der 90er unter Naturschutz gestellt. Linke Seite gleich in der Siedlung hier oder in der Düne. Am Anfang oben auf der Düne das größte Gebäude, neuer Redak drauf ist. Gehört auch ein bekannten Fernsehmoderator, Wer wird Millionär, Günter Jauch. Die Siedlung trägt den Namen Westerheide, wird auch Sonnenlandsiedlung genannt. Im Winterhalbjahr auch eine interessante Einrichtung. Wenn man hier im Dunkeln vorbeifährt, da kann man auch sehen, wie Häuser hier noch durchgehend bewohnt werden. Hier sind es nur noch 8 Häuser, die durchgehend bewohnt werden. Angrenzende Siedlung, aber dann die Trasse der Inselbahn wieder. Die Trasse der Inselbahn ist heute ein befestigter Rad- und Fußgängerweg und wird einmal im Jahr für eine sportliche Aktivität genutzt, den Syltlauf. Der Syltlauf wird meistens im März ausgetragen, List nach Hörnum oder umgekehrter Richtung. Ziel war dann in List früher die alte Kasernenanlage Marineversorgungsschule. Distanz waren 33,33 Kilometer. Der absolute Top-Rekord beim Syltlauf liegt bei 1 Stunde 52. Wir sind auch mittlerweile im sogenannten Listland angekommen. Listland fängt auch schon ungefähr bei der Vogelkoje an. Listland ist auch im Juni noch Geburtstag gefeiert worden, 100 Jahre alt geworden, beziehungsweise Listland steht seit 100 Jahren unter Naturschutz. Wir haben jetzt das größte Privatgelände von Sylt erreicht. Wanderdünengebiet nennt sich diese Fläche auch, ist auch Europas größte Wanderdünengebiet mit 13 Quadratkilometer Grundfläche. Sylt hat eine Grundfläche von ca. 98 Quadratkilometer, größte nordfriesische Insel, viertgrößte deutsche Insel. Rügen, Usedom, Fehmarn, Sylt, das sind heute die vier größten deutschen Inseln. Die Strecke, die wir jetzt befahren, wird auch Teststrecke für Kugident-Haftling genannt. Rechts überschaut haben wir dann die Düne, die da weiter hinten steht, die sogenannte Weißdüne. Links daneben steht die sogenannte Graudüne. Rechts und links neben uns haben wir die sogenannte Braundüne oder auch die Arktische Heide. Arktische Heide blüht jetzt noch bis Mitte September ungefähr. Jetzt ist die Blütezeit der Heide wieder vorbei. Schön lilafarben, fliederfarben. Die Arktische Heide ist auch heute für den Dünenschutz mittlerweile sehr wichtig geworden. Pflanzt sich nämlich selbstständig fort. Zusätzlich ist auch die Dünenlandschaft mit der Pflanze Standhafer verpflanzt worden,
die auch eine Wurzellänge kriegt bis zu 6 Meter, sich zum Netzwerk knotet, dass das Sand auch wirklich gehalten wird. Rudolf Neuwerhock hieß der Gute, der damals dann mit der Dümmelpflanzung sehr viel zu tun gehabt hat. Allgemeine Dünenhöhe sind wir hier auf der Insel zwischen 20 und 35 Meter. Höchste Erhebung wird auch Silver Mountain Everest genannt. Den können wir nachher in Kanten sehen und werde ich auch die Höhe dazu bekannt geben. Das Sonderdünengebiet ist eine Fläche, die durch viele Filmaufnahmen, Werbeaufnahmen, Kalendermotive, Kinofilm und so weiter bekannt geworden ist. 2005 wurde der Kinofilm Ghostwriter hier von Roland Polanski gedreht. Die Leiche am Strand, eine Serie Tatort. Die heutige Krimiserie Nord und Mord sind hier im Wanderdünengebiet Gesamtsylt bis Oktober, November letzten Jahres viele Filme sind gedreht worden. Nord-Nord-Mord hat ja einen neuen Kommissar gekriegt vor einigen Jahren. Ist ja Peter-Heinrich Briggs geworden. Oder auch Aschers Bettenwader, wie er genannt wird. Er löste hier Robert Atzon ab. Kasernenanlage. Diese Kaserne sollte damals die Versorgung der Marine Bundeswehr übernehmen, was über den Königshafen gemacht werden sollte. Man hat aber keinen Anleger oder irgendwas gebaut hier. Ja, die Kaserne geschlossen worden, umfunktioniert worden. Jugendherberge trägt auch heute noch den Namen Alcatraz. 4 Kilometer außerhalb von List. Ellbogenbereich haben wir dann Europas schönste Strandabschnitt. Es gibt hier einen Kitesurf-Bereich. Im Bereich des Leuchtfeuers sind die Werbeaufnahmen für Heber gedreht worden. Links rüber schauen Sie mal auch ein größeres Gebäude. Nördlichste Pension Deutschlands. Diese Pension empfängt nicht jedes Jahr ihre Gäste da oben. Auch das einzige durchgehend bewohnte Haus im Ellbogenbereich. Deutsch-dänische Grenze verläuft heute ca. 1 Kilometer hinterm Ellenbogen. Oder ihr schaut auf eure Handys. Schönen Gruß aus Dänemark. Wir sind schon im dänischen Telefonnetz. Linke Seite haben wir dann den Mülpenbergdeich in Sichtweite. Dieser Deich wurde auch saniert. Diese Sanierungsarbeiten haben 2 Jahre gedauert. Kostenpunkt hat sich auch hier auf 11 Millionen Euro belaufen. Ältere Punkte und heute auch neue Punkte, die den Ort jetzt noch prägen. Eines der älteren Punkte, die diesen Ort prägen, haben wir jetzt auf der rechten Seite erreicht. Dieses Gebäude trägt auch den Namen Längste aus Schleswig-Holstein. Gibt nur eine Durchfahrt zum alten Kapitänsfriedhof. Hier vorne kommt jetzt die Durchfahrt. Merkwürdig gebaut, es wurde als Schutzbank gebaut, damit der weiße Tod, so nannte man damals auch den Dünensand, dass sie ähnlich Ort geweht werden konnte. Alle Wohnungen sind heute in privater Hand, eine oder andere auch mit Unterkunft für Gäste. Damals war hier auch den Kneipe untergebracht, wenn er einer sagte zu seiner Frau, Schatz, ich mache heute Abend noch eine Runde um Block, wusste sie schon, was Sache war, das Ganze dauert länger. Ich wollte nur einfach ein Bier trinken gehen. Alles hat ein Ende, die Wurst hat 2. Hier erreichen wir das Ende des längsten Hauses. Das soll 480 Meter lang sein. Linke Seite erreichen wir jetzt die alte List der Schule. Dieses Gebäude ist nur in der hiesigen Gemeinde Kurve vorne gebracht worden. Und im Schulwesen haben wir dann auch 3 Schulen, die geschlossen worden sind. Die List der Schule haben wir gerade gesehen. Hörnummer-Schule und die Morsumer-Schule. BIMA, Bundeswehr-Biomarkt, hat hier im hohen Norden noch viele Objekte im käuflichen Sortiment. Wenn wir mit der Düne weiterschauen, sind wir weiße Gebäude mit dem roten Dach. Über das Gebäude hinwegschauen, wie ein größeres Gebäude sichtbar oben auf der Düne, neues Reetdach draufgekommen ist. Die ehemalige Offiziersheim, Marineversorgungsschule, 5 Hektar Größe gehabt, 16 Millionen Euro gekostet im Verkauf. Trägt heute den Namen Lanzerhof. Lanzerhof ist eine Hotelkette aus der Schweiz. Hier ist ein Medical Zentrum gebaut worden, Rehotel. Das ist das da, gell? Ja, da geht's vorne. Ja, Rehotel.
Lanzerhof ist heute teuerste gebaute Hotel Deutschlands. 100 Millionen Euro waren geplant, angekommen sind bei 120 Millionen. Eröffnet werden sollte das Ganze eigentlich schon 2020. Wir haben es gerade geschafft, letzten August zu eröffnen. 7 Nächte, 7.000 Euro. Große Geldfeinde geworden, was jetzt in den Häusern hier versteckt steht, ist das 5-Sterne-Hotel Arosa. Arosa Hotel hat eines der größten Wellnessbereiche von den Hotelanlagen, 2.400 Quadratmeter. Vor uns haben wir jetzt die katholische Kirche von List. Wir haben noch eine weitere katholische Kirche auf der Insel, die in Westerland steht, Zentrum von Westerland. Westerländer trägt auch den Namen Europas größte katholische Kirche. Gebäude links zu weisen, links rüber schauen, haben wir hier einen kleinen Blick auf die evangelische Kirche in List. Linke Seite erreichen wir jetzt zwei Gebäude, Sylter Real und Dittmeyers Außenkompanie dran steht. Ist der Verband zu Dittmeyer Orangensaft, nämlich Vater und Sohn. Sylter Real ist die Austern, die auf der Insel gezüchtet wird und verkauft wird. Die Austernkompanie ist mittlerweile bei über 2 Millionen Austern, die verkauft werden. Somit erreichen wir jetzt den nördlichen Hafen Deutschlands, Listerhafen, sogenannte Goschtown. Jörn Gosch hat ja sein Imperium gegründet, mit dem Bauchladen ist er am Strand entlang gegangen, hat seine Fischbrötchen Fische verkauft, 1970 hier den ersten Verkaufsstand eröffnet. Mittlerweile über 50 Jahre ansässig. Rechte Seite haben wir noch eine Fähranlegestelle, eine Fährverbindung Dänemark-Sylt. Sind zwei Fähren im Einsatz. Die Fährverbindung Dänemark-Sylt besteht auch seit 60 Jahren. 40 Minuten fährt eine Fähre. Hafenende ist es naturgewollt gebaut worden. Eine sehr interessante Einrichtung, kann man viele Sachen nachvollziehen. Sandvorspülung, Dünenbepflanzung und so weiter. Wenn wir jetzt rechts am Naturgebäude vorbeischauen, haben wir auch schon Blick nach Dänemark. Wir haben heute zwei Pausen, eine hier in List und die andere nachher in Hörnum. Die etwas kürzere machen wir hier in List, ist aber trotzdem genügend Zeit für ein 3-Gänge-Menü, vielleicht auch ein 4-Gänge-Menü, Brötchen, Fisch und Zwiebeln. Haben wir 3 Gänge, Soße dazu, dann 4 Gänge. Und pünktlich zur längeren Pause in Hörnum. Jetzt hat der Bus eine kleine Pause eingelegt. Und hier sieht man Gosch. Und irgendwie, Gosch ist auf der ganzen Insel zu finden. Wirklich eine wunderschöne Insel, dieses Sylt. Ich bin immer wieder aufs Neue verliebt. Oh, das riecht so geil. Jetzt haben wir dann auch unsere Wetterstation, die auch keinen Einfluss hatte auf die Witterung selber. Nächste Straße, die jetzt rechts reinführt. Oben auf der Düne steht ein kleines Haus mit dem Messer lang, Antennenanlagen rundherum. Da steht dann die Sylter Wetterstation. Die ersten Wetteraufzeichnungen sind im Jahre 1935 hier auf der Insel gemacht worden. Sind auch heute noch viele Hotels, die sich den aktuellen Wetterbericht schicken lassen, damit die Gäste auch schon beim Frühstück erscheinen können. Strand oder vielleicht auch eine Inselrundfahrt. Zur rechten Seite schauend, haben wir noch so ein bisschen Wanderdünenfläche in Sichtweite. Rechts im Tal hatte auch früher der Schießstand Marineversorgungsschule gestanden. Der ist abgebaut worden, die Fläche wurde im Naturschutzgebiet zugefügt. Links oben auf der Düne hat früher eine Windmühle gestanden, Toplage, erhöhte Lage, Wind aus alle Himmelsrichtungen. Diese Mühle konnte 26 Stunden Mehl mahlen. Das Ganze trägt den Namen Mehlhörn. Übersetzt heißt er auch der Mehlhügel.
Somit haben wir jetzt beliebtes Urlaubsort verlassen hier, List. Rechts vor uns haben wir jetzt die sogenannte Weißdüne, wie ich vorhin gesagt habe. Diese Düne ist aber auch die aktivste Wanderdüne noch. Die wandert pro Jahr 6 bis 8 Meter Richtung List und so circa 1 Meter bis 1,50 Meter pro Jahr auch Richtung Straße. Also die ist noch sehr aktiv und man kann es auch sehen, dass auf dieser Seite mal der Sand immer wieder runterrutscht. Wenn wir hier jetzt aus der Senke hochfahren, rechte Seite, halbe Höhe, liegt ein Stein, das ist der Gedenkstein Rudolf Neuberhock. Dünenbepflanzung, ne? Schleswig-Holsteinische Nationalpark Wattenmeer ist vor 11 Jahren gegründet worden, geht er mittlerweile bis an die holländische Grenze runter, hat eine Gesamtfläche von 4.400 Quadratkilometer. UNESCO-Weltnaturerbe fängt in Dänemark an, schließt das Schleswig-Holsteinische Nationalpark Wattenmeer mit ein und hat eine Gesamtfläche von ca. 12.000 Quadratkilometer. Rechts rüber haben wir dann nochmal einen Blick in das Wanderdünengebiet, die Strecke, die wir Richtung List reingefahren sind, oder wie ich auch gesagt habe, Teststrecke für Kugel-Dentalcreme. Die Siedlung, die wir jetzt auf der linken Seite sehen, Südheidetal ist der Name, sind auch Zweitwohnungen, Dauerwohnungen. Und wenn wir an der Siedlung gleich vorbei sind, links rüber schauen, können wir noch das angrenzende Festland sehen. Auf dem Festland ist dann auch eines der größten Windparks im Kreis Nordfriesland sichtbar. Das ist der Friedrich Wilhelm Lübcke Koch, da sind über 60 Windkraftanlagen aufgebaut. Und mal schauen, wie die Sichtverhältnisse sind, vorhin war es gut zu erkennen. Den hinten breitesten Punkt noch dazu nehmen. Schauen wir mal. Ja, so ein bisschen schemenhaft kann man die Windkraftanlagen noch erkennen. Am breitesten Punkt dazu nehmen, zwischen diesen beiden Punkten verläuft der Hindenburgdamm. Und ihr habt es ja auch gesehen, wie ihr mit dem Zug angereist seid, dass da viele Windkraftanlagen stehen. Friedrich Wilhelm Lübcke Koch. Linke Seite, Ostseite werden auch hier Wattführungen durchgeführt. Und hier gibt es auch bis zu 1 Million Lebewesen auf 1 Quadratmeter Wattboden. Wir haben ja viele Objekte, viele Gebäude, die aus den Kriegsjahren, Bundeswehr, Marinezeiten umfunktioniert worden sind. Rechts in den Dünen versteckt haben wir eine Einrichtung, war früher mal ein Gefangenensammellager, auch in den 50er Jahren eine Kinderreha-Klinik gewesen, vielleicht auch in den 60er Jahren. Und diese Einrichtung ist heute eine Erholungsstätte, da besteht der Name Nordsee am Klappertal. Eine Bildungsstätte auch geworden mit dem Namen Akademie am Meer. Beides ist zu finden im gleichen Gebäude. Klappertal und die Westerländer Jugendherberge. Diese beiden Einrichtungen sind auch bekannt mit einer zusätzlichen Funktion, eine Schutzfunktion. Bei Sturmflug und Naturgewalt konnten damals Söldner und Gäste in diese Einrichtungen Schutz finden. Sylt mit 98 Quadratkilometer, ist ja heute noch die größte nordfriesische Insel. Und wenn wir erstmal so 100, 150 Jahre zurückgehen, war Sylt auch dreimal so groß wie heute. Also damals sind bestimmt Häuser oder auch Teile einer Ortschaft bei Sturmflut über die Kante weggegangen. Ich gerade im Schatten, schön kühl im Haus, minus 25 Grad mollig warm im Haus. Und Reed selber ist eine Schilfpflanze, wächst in wässrigen, molligen Bereichen. Wird heute auch importiert aus Ukraine, Polen, Russland. Und Haltbarkeit eines Reeddaches liegt bei ca. 60 Jahren. Ein Quadratmeter Reeddach kostet heute nur die Reedschicht in der Herstellung an die 400 Euro. Linke Seite, zweites Haus, haben wir ein schönes Beispiel. Die Friesenhäuser haben Markenzeichen, den Friesengiebel. Und ist die Tür, über der Tür ist der Giebel. Und im Brandschutz hat dieser Giebel eine wichtige Funktion.
wenn so ein Gebäude brennt, kommt irgendwann der Zeitpunkt, Brenneklammer runterrutscht, damit es nicht vor der Tür liegt, sondern rechts und links neben der Tür, ist das der Fluchtweg. Deswegen ist dieser Giebel über der Tür. Rechts rüber haben wir noch mal einen Blick in die Whiskymeile, vier Lokalitäten, Gurgelchen, Leise, Raponi und Raufang. Und das erste Gebäude hinter dem Parkplatz, da ist Dior drinne. Ne, das ist auch eines der Opfer, nenne ich das mal, der letzten Generation gewesen. Letzte Generation haben wir hier vier, ja, ich nenne es mal Einsätze. Ne? Ja, vier Stück haben die hier gemacht. Der erste war ein Privatflieger am Flughafen. Da haben sie mit orange Farbe besprüht, auch die Farbe in Triebwerke rein. Kostet neu 4,5 Millionen, gebrauchten Zustand auch noch 1,5. Und haben sich auf den Tragflächen festgeklebt. Zweite Aktion war dann ein Hotel in der Fußgängerzone, 5-Sterne-Hotel, die Hotel war, Hotel Lobby. Dritte Aktion war dann Hörner auf dem Golfplatz, Blümchen gepflanzt, Baum gepflanzt. Und Nummer 4 war dann hier Dior. Der eine Angestellte von Dior hat eine Anzeige wegen Körperverletzung an der Backe, weil er eine Farbdose genommen hat und einen von den Aktivisten grüne Farbe auf den Kopf gespielt hat. Kamm ist eine junge Gemeinde, 1927 eine eigenständige Gemeinde geworden, reichste Gemeinde auch. Und Kamm gehört auch mit zu einer weiteren Gemeinde, die Norddörfer-Gemeinde. Norddörfer-Gemeinde ist auch seitens der Kirche entstanden. Und zur Norddörfer-Gemeinde gehören auch nur drei Ortschaften, Kampen, Bradrup, Wenningstedt. Seitens der Kirche, die Norddörfer-Gemeinde. Sind wir beim Jauch schon vorbei. Ja. Wir verlassen die heiße Seite, ich schicke Ria wieder, wir schauen links rüber. Lange Christian wieder sichtbar. Der Kampen der Leuchtturm ist heute noch in Betrieb. Höhe liegt bei 110 Fuß, 38 Meter Höhe. Leuchtweite liegt bei 38 Kilometer auf. Die Hügel, die wir jetzt auf der linken Seite sehen, sind Hünengräber. Dann erreichen wir jetzt auch wieder den zweiten Golfplatz, Golfclub Sylt. Das größere Gebäude, was auf der linken Seite hinter dem Golfplatz langsam sichtbar wird, gleich in voller Größe sichtbar ist, heute die nördlichste Schule Deutschlands, Norddörfer Schule, Kronschule hier in Wenningstedt. Norddörfer Schule haben wir gerade gehabt, hier ist sie jetzt. Windenergie ist in den Kreisen auf Friesland ein aktuelles Thema. Wir haben zwar keine Windkraftanlagen auf der Insel, aber wir haben einen Offshore-Windpark hier Wenningstedt. Zur Seeseite rüber sind 80 Windkraftanlagen aufgebaut worden, in 30 Kilometer Entfernung. Dieser Windpark trägt den Namen Butendiek, übersetzt auch außerhalb des Deiches, außerhalb des Landes. Gebaut von 2013 bis 2015 und Strom reicht dann auch für gesamt Sylt aus. Sylt hat jetzt dadurch dann drei verschiedene Wattböden, Sandwatt, Schleckwatt, Kilowatt. Ältester Golfclub ist der Morsemann Golfclub, der auch Springer Club genannt wird. Mitbegründer war Axel Springer. Der vierte und jüngste Golfplatz ist dann in Hörnum. Wo der genau zu finden ist, zeige ich euch nachher. Und alle vier sind 18 Lochanlagen. Hinter dem Wäldchen rechts hier haben wir eine alte Kieskuhle. Damals auch Sylter Häuser mit Sylter Sand gebaut worden. Über die Kieskuhle hinwegschauen haben wir die kleine Ortschaft Munkmarsch in Sichtweite. Geschichte Sylts ist Munkmarsch die bedeutendste Ortschaft. Von der geografischen Seite sind wir hier auch an eines der höchsten Punkte von Sylt. 30 Meter über dem Meeresspiegel. Somit kriegen wir jetzt Munkmarsch in voller Größe vor uns, fahren gleich rein nach Munkmarsch. Ja, auf der linken Seite im Munkmarscher Hafen, heute ein Sportboothafen, Liegekapazität für 70 Boote. Über den Hafen hinweg schauend haben wir den breitesten Punkt und den Hindenburg-Damm in Sichtweite. Wir hatten ja damals eine Schiffverbindung, die von dem preußisch-deutsch gehörenden Heuer gebaut wurde. Heuer gehört heute zu Dänemark. Diese Schiffverbindung wurde am 1. Juni 1927 eingestellt. Da wurde nämlich der Hindenburg-Damm eingeweiht. Der Damm hat seinen Namen erhalten von dem alten Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, ist zur Einweihungsfeier des Dammes auch nur einmalig auf Sylt gewesen. Der Damm ist von 1923 bis 1927 gebaut worden. Heute noch die einzige feste Verbindung zwischen Festland und der Insel mit einer Länge von ca. 11 Kilometer.
1888 ist hier ja, die erste Inselbahn abgefahren, das war Friankaidum. Ne, und später ist die Ostlinie dann umgebaut worden hier nach Munkmarsch. Also gestern sind hier in Munkmarsch angekommen im Schiff, dann mit Pferdekutsche zu Fuß nach Kaidum. Und dann gab es für die Inselbahn drei Linien, eine nach Hörnum, eine nach List. Und wie gesagt, diese Ostlinie dann. Die Inselbahn hatte auch verschiedene Namen. Das war die Rasende Emma, Rauchende Willi. Ne? Einige Beispiele der Inselbahn. Ja, gestern können wir sehen, Windkraftanlagen, Hindenburgdamm, alles sehe ich, alles erklärte Sachen. Die kleine Brücke, die wir auf der linken Seite sehen, dieser Weg an der Ostseite, wird Konfirmandenweg genannt. Damals sind die Konfirmanden von Listkamp-Menningstedt an der Ostseite entlang gegangen, um hier vor uns nach Kaidum zum Konfirmandenunterricht zu kommen. War der schnellste und kürzeste Weg. Die Brücke wird auch Lügenbrücke genannt. Da haben wir nämlich mal zu den Kindern gesagt, wenn ihr gelogen habt und über die Brücke geht und fallt ihr ins Wasser, dann habt ihr gelogen. Somit erreichen wir jetzt hier eines der ältesten Ortschaften auf der Insel. Altes Kapitänsdorf, hier historische Kapitänshäusern, Kaidum, das grüne Herz von Sylt, zu Fuß am schönsten. Alle Punkte treffen wunderbar auf den Ort zu. Das Wahrzeichen von Kaidum sehen wir schon vor uns, das die Kaidumer Kirche. Die Kaidumer Kirche ist auch die berühmteste, bekannteste Kirche, die wir auf der Insel haben. Die Kaidumer Kirche wurde im 12. Jahrhundert gebaut. 14. Jahrhundert hat sie ihren Namen erhalten, St. Severin. 15. Jahrhundert sind auch Spenden gesammelt worden für den Bau des Glockenturmes. Die Kaidumer Kirche hat durch verschiedene Veranstaltungen über 50.000 Gäste pro Jahr. Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter. Denkt mal an die große Hochzeit Finanzminister Lindner. Kaidumer Kirche, rechte Seite, 300 Passanten, Fotografen, 500 vielleicht auch gewesen sein, Fotografen, Reporter, standesamtliche Taue war auch hier in Kaidumer im Heimatmuseum. Gefeiert wurde in der Sansibar mit anderen Politikern, wo auch der Kanzler der vor Ort war. Linke Seite erreichen wir jetzt die nördlichste Weinplantage Deutschland, die Sylter Weinplantage. Rechts in der Bärchen, da oben gibt es noch eine, die gehören beide zusammen. Und die Sylter Weinplantage gibt mittlerweile so viele Reben her, dass über 2000 Flaschen Wein hergestellt werden können. Rechts vor uns aber das hier nochmal Gewerbegebiet. Sylter Flughafen ist auch der zivile Flughafen. Aber wenn eine mit Zivil-Privatmaschine ankommt, landet auf dem gleichen Flughafen wie die Linienflugzeuge. Sylt hat ja auch eine sehr hohe Quote an Pendlern. Wir liegen bei 5000 Pendler an beruflichen Gründen täglich hier nach Sylt kommen. Warum haben wir hier auf der Insel so eine hohe Pendlerquote? Das liegt einzig oder alleine daran, dass wir hier auf der Insel das Problem haben, bezahlbarer Wohnraum. Es ist sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden, die man auch bezahlen kann. Vergangenes Jahr wurden hier auf der Insel zwei Vierzimmerwohnungen vermietet. Die eine war so Anfang des Jahres, Mitte des Jahres. Die war hier in Westerland. Die lag bei 2500 Euro kalt. Ja, das Ende ungefähr wurde in Liste noch eine vermietet. Die lag bei 2300 Euro kalt. Mehrere Einrichtungen, die auch den Titel Schullandheime haben. In diesen Einrichtungen haben wir eine Kapazität für 3500 Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Bereichen Deutschlands zwecks der Klassenfahrt hier in der Sylt kommen. Da kann man auch verschiedene Highlights erleben. Eine Klasse, die waren so 15, 16 Jahre alt. Mädel dazwischen, die größten und schwersten Koffer mit, überhaupt von der ganzen Klasse. Auf Anfrage hin hat sie dann gesagt, naja, bis auf zwei Jeans, drei Pullover habe ich da meinen Kleiderschrank drin. In beiden Koffern, nö, in dem einen. Was hast du im zweiten drin? Ja, das sind meine 30 Schuhe drin. Andere Highlight war eine Schulklasse, die reist mit dem Intercity an. In der City werden in Nibel immer noch Waggons abgehängt.
als sogenannte Kurswagen dann nach Dagebüll gebracht, mit den ganzen verführenden Armen drum. Ja, die Tasche oder die Schüler waren vollständig da mit Koffer drum und dran, nur die Betreuer, die waren nicht da. Die saßen in Dagebüll. Ja, Montag auf Freitag, das sind ja immer so bezahlte Fitnesstage. Montags die Anreise in Schulklassen, am Bahnhof einladen, Koffer einladen, Unterkunft ausladen, Freitag umgekehrt der Fall. Und wenn wir eine starke Anreise haben, dann haben wir auch mal so an die 2400, 2500 Kinder an einem Tag in der Anreise oder auch in der Abreise da. Rechte Seite in den Dünenversteck haben wir dann die Westerländer Jugendherberge erreicht, die Kindel, Dünental, Deichtal, übersetzt heißt, die zweite Einrichtung mit der Schutzfunktion. Links im Wäldchen haben wir dann die Eidum-Vogelkoje, gleiche Fangprinzip wie die Kampner Vogelkoje. Nur die Kampner Vogelkoje ist heute wesentlich bekannter wie die Eidum-Vogelkoje. Wir erreichen Rantum, links rüber ist Hafengebiet, Gewerbegebiet geworden. Hier ist eine Hotelanlage gebaut, da gehört das Gebäude mit einem großen schwarzen Dach zu. Das Hotel wurde gebaut von der Gesellschaft TUI. Steht auf den Namen TUI Blue heute. Die bunten Häuser, die sichtbar sind, sind die Unterkünfte, die zur Hotelanlage gehören. In Verlängerung der Hotelanlage gibt es dann die alte Sylt-Quelle, wo Zelda hergestellt wurde. Aus militärischen Zeiten haben wir dann noch die alte Kasernenanlage hier, heutige Schullandheim ADS. Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig steht dahinter und die Verwaltung dieser Schullandheimes sitzt dann in Flensburg. Dann haben wir hier in Rantum auch ein 5-Sterne-Hotel. Das Gebäude können wir gleich sehen, wenn wir rechts am Wäldchen vorbei sind. Oben rechts auf der Düne, weiße, große weiße Rittergebäude, ist das Söldinghof, das 5-Sterne-Hotel. Söldinghof wird aber auch Uwe Seele Hotel genannt. Uwe Seele war damals in einem Sponsorenring mitverantwortlich für die Renovierung, Sanierungskosten. Und er wollte dann auch seine handwerklichen Fähigkeiten hier unter Beweis stellen. Kriegte von den Handwerkern eine Wand zugewiesen, einen großen Hammer. Mit diesem Hammer durfte er dann die Wand umschlagen. Er fing dann an, die Wand umzuschlagen, fing die Handwerker an. Mensch, hör bloß auf, gib uns bloß den Hammer wieder. Das ist die falsche Wand. So hatte dann die tragende Wand erwischt. Seitdem heißt das auch Uwe Seele Hotel. Rantum ist vor ca. 12 oder 15 Jahren im Film gedreht worden. Dieser Film hieß damals am Sommer auf Sylt. Da ging es um eine kleine Pension, die alte Liebe, so wie es im Film genannt wurde. Der Name war der Pension. Das ist hier in Rantum gedreht worden. Links rüber, östlichste Haus in Rantum. Dieses Gebäude trägt aber heute noch den Namen Rantumer Inge und ist auch tatsächlich eine Pension gewesen hier in Rantum. Daher, wenn wir von Hörnum zurückkommen, kann ich euch das Gebäude nochmal zeigen. Rantumer Inge oder die alte Liebe. Dann gibt es auch eine Geschichte noch, die sich auf eine Frau bezieht hier. Merit Lassen war ihr Name. Merit Lassen hat damals 21 Kinder geboren, drang ja auch zum dänischen König durch, dass seine Frau so viele Kinder hatte. Der König wollte sich glauben, hat sich auf den Weg nach Sylt gemacht, wollte die Frau kennenlernen. Für den Empfang des Königs wurde im Westerland alles vorbereitet. Wie der Termin dann aktuell wurde, hat die gute Frau gesagt, wenn er Majestät mich sehen will, soll er nach Rantum kommen. Also musste der König der Werke in der Stube Platz nehmen. Sie hat ihre Kinder um sich versammelt, hat sich demonstrativ vom König hingestellt, 360 Grad gedreht, hat dabei zum König gesagt, so Majestät, das finde ich, habt ihr mich gesehen, könnt ihr wieder gehen. Und als Großmutter gestorben ist, hatte sie auch dann 70 Enkelkinder. Wir fahren jetzt aus Rantum raus, immer noch in südliche Richtung. Der kleine Sandweg, der jetzt auf der linken Seite sichtbar wird, ist die Trasse der Inselbahn, verläuft hier auf der Ostseite durch die Dünenlandschaft. Die Strecke, die wir jetzt befahren, wird auch Straße der Höflichkeit genannt. Diese Strecke wurde damals erstmal einspurig gebaut, gab nur eine Ausweismöglichkeit, dass der entgegenkommende Verkehr vorbeikommen konnte. Wir nähern uns jetzt
den bekanntesten schmalsten Punkt der Insel. Wenn wir rechts rüber schauen über den Dünen, sehen wir da noch eine Fahne so ein bisschen. Da gibt es ein paar Meter Strand. Lokalität heißt Samoa Seepferdchen. Oben an der Straße, an der Einfahrt steht auch noch eine Fahne. In der Mitte der Einfahrt steht auch noch eine. Wenn wir hier gleich Höhe der Einfahrt sind und rechts und links nach links schauen, hier bequemen wir jetzt den bekanntesten schmalsten Punkt der Insel mit einer Breite von ca. 500 Metern. Hier haben wir jetzt die schwarze Stelle. Wie gesagt, Sandweg, die Straße der Insel fahren. Und wenn wir halb links an Sylt vorbeischauen, haben wir schon die Nachbarschaftsinsel Föhren Sichtweite. Dem Bereich hier zur linken Seite, das sind ja die nordfriesischen Halligen zu finden. Die Halligen sind die kleine Version der Inseln. Halligen sind Langenäs, Gröde, Hoge, Olert und Havel. Kleinster Hallig ist Hoge, Havel, da steht nur ein Haus. Kleinst bewohntes Hallig ist Gröde mit ca. 30 Einwohnern. Hoge ist bekannteste Hallig, hat eine Grundfläche von 4.800 Quadratkilometer bis zu 1.000 Tagestouristen. Und wenn wir dann den kleinsten Leuchtturm in der Nordsee suchen, dann müssen wir nach Åland. Denn der kleinste Leuchtturm steht auf Åland. Und der Leuchtturm auf Åland, der hat eine ganze sagenhafte Höhe von 7 Meter. Linke Seite wird jetzt ein kleiner Leuchtturm sichtbar. Sogenannte Unterfeuer, das hat aus militärischen Gründen oben an der Südspitze gestanden. 2013 ist es dann vorsorglich wegen Einsturzgefahr abgebaut worden. Nach der Sturmflut wurde dann auch die Fundamentplatte am Strand gefunden. Dieses Leuchtfeuer oder Unterfeuer, wie es aus militärischen Zeiten genannt wird, wurde als Mahnmal für den Küstenschutz hier in Hörnum wieder aufgebaut. Rechts rüber ist der Hörnumer Leuchtturm sichtbar. Wahrzeichen von Hörnum. 1907 gebaut worden, war im gleichen Jahr einsatzfähig. Man konnte den Leuchtturm besichtigen, war auch die Hörnumer Schule. Der Leuchtturmwärter war dann auch gleichzeitig der Lehrer. 12 Schüler in seiner Klasse, 3 waren seine eigenen Kinder. Probleme mit den Schülern war, konnte sie nicht hinhergestellen. Leuchtturm war auch eine Zeit lang Standesamt. Der Leuchtturm ist 48 Meter hoch. Leuchtweite liegt bei 20 nautischen Seemeilen. Entspricht auch 38 Kilometer Leuchtweite. Dann erreichen wir jetzt hier den Hörnumer Hafen. Vor uns oder gleich auf der linken Seite das Flachdachgebäude ist das alte Empfangsgebäude der Habergläuterniederei. Eine Schiffverbindung gewesen Hamburg-Sylt. Hier im Pavillon geht die Treppe runter zum querliegenden Schiff, die Adler 6. Da machen wir dann die Kaffeefahrt. Einmal kurz beim Kapitän melden, 5,50 € bezahlen, Inselrundfahrt nicht vergessen. Ne? Und dann geht das Ganze um 16 Uhr los. 16 Uhr. Um 16:45 sind wir dann wieder im Hafen. Und dann habe ich noch einige Punkte, die ich dann näher erläutern werde, sowie die Nachbarschaftsinseln, die jetzt beide sichtbar sind, Amrum und Föhr, oder auch die Muschelzuchtstation, was hier alles so in Hörnum dann noch nähere Umgebung sichtbar ist. Der Kapitän gibt auch noch verschiedene Erklärungen zum Umfeld hier Hörnumer Hafen. So. Ich bin jetzt hier auf dem Schiff. Die Schifffahrt habe ich dazu gebucht gerade. Und jetzt geht es auch schon wieder zurück. Das war auch eine nette kleine Rundfahrt mit dem Schiff. Hat mir sehr gut gefallen.
1903 wurden die ersten Häuser hier in Hörnum gebaut. Da kam 1907 der Leuchtturm dazu. In 40er Jahren wurde Hörnum dann eine eigenständige Gemeinde. Gehörte viermal mit zur Landtag. Und nach vorne rausschauen, die Siedlung oben in den Dünen, das ist die Kersig-Siedlung, nennt sich diese. Einzigste Siedlung oder Stelle auch hier in Hörnum, wo Ritterhäuser gebaut worden sind. Natürlich eine herrliche Wohnlage, wenn man da oben ist. Na, man hat einen herrlichen Blick über Hörnum, Nachbarschaftsinseln für ein Amrum und zur Seeseite. Hier kommt der nächste, der muss schon holen. Ne? Bügel, holländisches Kennzeichen. Ah ja, okay. Hörnumer Hafen, wo wir jetzt gestanden haben, sind auch verschiedene Schiffsverbindungen. Cuxhaven, Helgoland, Nachbarschaftsinseln, Heiligen, Kurzseefahrten sowie die Kaffeefahrt jetzt im Hörnumer Hafenbereich und Seebestattung. Das sind die Sachen, die in Hörnum per Schiff gemacht werden. Na, Seebestattung ist heute fast die günstigste Alternative, jemanden zu beerdigen. Ne? Da fehlt jetzt noch irgendwas von der Hörnumer Otte. Die Hörnumer Otte ist in den letzten 50 Jahren über 80 Hektar kleiner geworden. In den 70er Jahren hatte die Hörnumer Otte eine Fläche von ca. 100 Hektar. Heute sind es noch vielleicht 13, 14, vielleicht auch 15 Hektar, die zur Südspitze gehören. Früher konnte man die Südspitze in gut 3 Stunden umrunden. Heute knapp 3/4 Stunde. Selbst wenn man mal Picknick macht unterwegs, braucht man nicht länger wie 45 Minuten. Südspitze sind auch Tetrapoden gelegt worden, die Sandverluste minimieren sollen, aber irgendwie erfüllt das nicht so ganz den Zweck hier. Man hat die Tetrapoden hier noch nicht weggenommen wieder, aber die Gelehrten sind sich jetzt noch nicht einig, was passieren soll, ob die Tetrapoden bleiben, vielleicht auch weitere Tetrapoden hier eingebracht werden, denn wir haben ja kurz vor Westerland haben wir noch eine Stelle, wo viele Tetrapoden liegen, die Gelehrten sich noch nicht ganz einig sind, was damit gemacht werden soll. Es gab früher auch mal eine sportliche Veranstaltung, die sich auf alle drei Inseln bezogen hat. Das war der Drei-Insel-Triathlon. Bei diesem Drei-Insel-Triathlon sind die Sportler durchs Mittelloch von Föhr nach Amrum gelaufen, also bei Niedrigwasser kann man von Insel zu Insel laufen, durchs Watt, mit Führung. Und von für eine Amrum gelaufen, genügend Wasser da war, sind sie die gleiche Strecke nochmal zurückgeschwommen. Also eine Tour sind ca. 4 Kilometer. 40 Kilometer Fahrrad gefahren auf Föhr, speziellen Booten dann hier nach Sylt gebracht worden. Und hier gab es noch einen kleinen 10 Kilometer Lauf. Der beste Sportler hatte eine Bestzeit von etwas über 3 Stunden. Aber warum die Strapaze? Hätten ja auch fliegen können. Denn die Geschichte wurde gesponsert Red Bull. Red Bull heißt in der Werbung immer Verleih Flügel. Also hätten sie auch fliegen können. Yeah.
ihr mit Humor bei euch? Ihr habt doch so ein bisschen was wie die Lachmuskulatur. Okay. Na gut, pass auf. Ich fange mal ganz stumm rein an. Eine Frau aus der Großstadt. Fährt ein totschickes Auto, weiße Ledersitze und so weiter. Macht in der Lüneburger Heide Urlaub. Stellt fest, dass es da die besten, schönsten Kartoffeln gibt. Entscheidet sich dann ja auch, Kartoffeln mit nach Hause nehmen zu wollen. Fährt zum Bauernhof, klingelt an der Tür, die Bäuerin macht auf. Ja, womit kann ich Ihnen helfen, sagt die Bäuerin. Ja, sagt die gute Frau, ich hätte gerne ein paar Kartoffeln. Ja, sagt die Bäuerin, kannst du kriegen. Geh mal in die Scheune, ihr findet den Bauern, hilft dir weiter. Ich gehe in die Scheune, finde den Bauern, da sagt der Bauer, was kann ich tun? Ja, sagt die gute Frau, ich hätte gerne ein paar Kartoffeln. Ja, sagt der Bauer, männliche oder weibliche Kartoffeln? Wie, sagt die gute Frau, gibt es da einen Unterschied drauf? Ja, sagt der Bauer, gibt es. Aber wo der Unterschied jetzt genau liegt, woran, weshalb und so weiter, das weiß ich auch nicht so genau, kann ich auch nicht so genau erklären. Die Frau überlegt ein Weilchen, entscheidet sich für die weiblichen Kartoffeln. Der Obst, der Bauer, geht klar. Schnappt sich einen Sack Kartoffeln, geht mit ihr raus im Auto, macht die Autotür auf und kippt diese Kartoffeln ziel- und planlos über die weißen Ledersitze ins Auto. Die Frau, völlig entsetzt, fragt den Bauern, warum er das macht. Naja, sagt der Bauer, du wolltest doch die weiblichen Kartoffeln haben. Hättest du den männlichen genommen, wir noch einen Sack dabei. Verstehe ich nicht. Liebes Kind, aber ohne Stacheldraht, ja. Gut, ich lehne einen drauf. Pass auf, ein Mönch, eine Nonne. Die sind seit geraumer Zeit in der Wüste auf Kamel unterwegs. Das Kamel klappt zusammen, ist tot. Ja, sagt der Mönch. Na, der Kamel uns so lange getragen durch die Wüste, sind so weit gekommen. Weiß man nicht, wie das weitergeht, ob wir hier sterben oder wie auch immer. Aber bevor ich hier sterben sollte, sagt der Mönch, hätte ich noch einen letzten Wunsch. Ja, sagt die Nonne, und das wäre, ich möchte einmal in meinem Leben eine nackte Frau sehen. Ja, sagt die Nonne, okay. Ich hätte aber auch einen letzten Wunsch, sagt die Nonne, wenn man hier stirbt. Ne? Ja, sagt der Mönch, warte. Ja, ich möchte einmal in meinem Leben einen nackten Mann sehen. Ja, okay, sagt der Mönch. Ziehen Sie beide aus, stehen sich dann gegenübereinander, gutachten sich. Dann sieht die Nonne ja beim Mönch gewisses Körperteil. Fragt danach, Mensch, was ist das denn für ein Teil? Hast du denn da? Naja, sagt der Mönch, das ist so eine Art Zauberstab. Wenn ich den an bestimmten Stellen reinstecke, könnte neues Leben entstehen. Die Nonne fängt an und freut sich. Na, oh, sagt sie, hurra, dann steck ihn doch mal ins Kamel, dann können wir da weiter reiten. Liebe. 3,5 Stunden wieder am Bahnhof an, wo wir hier losgefahren sind. Rundfahrt geht auch hier wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schnell herbringen kann, viel Zeit, viel erzählen kann. Angenehm weiterhin, auch da hier auf der Insel. Vergesst bitte nichts beim Aussteigen. Dann sage ich hier schon mal Danke und Tschüss zusammen.